heiße euch willkommen, da wo wir aufgehört haben. Oh, jetzt habe ich fast die Dose umgeschmissen. Da wo wir beim letzten Mal aufgehört haben, im Part 2 von Hotline Miami. Hier nochmal kurz die Auswertung. Oh, sehr, sehr schlecht. Auswertung vom letzten Level. Spielstil Coward, Feigling. Dann müssen wir uns noch unsere Bezahlung abholen hier. Hey, mein Freund, schön dich wiederzusehen. Hast du von dem Massaker neulich Abend gehört? Wenn mein Hirn schneller ist als meine Zunge, ist schrecklich. Ein paar Russen hat's erwischt. Kein großer Verlust, finde ich. Man sagt, dass so ein Irrer mit Gummimaske getan hat. Das hört sich wie eine Szene aus einem Slasher-Film an. Oh ja, ich habe den perfekten Film für dich. Der da auf dem Tisch, nimm ihn für dich gratis. Genieß ihn, mein Freund. Dann tun wir das doch. Genießen wir den Film. Wenn wir durch den Sonnenuntergang grusen. 25. April. Wieder ein Anruf von unserem Anrufbeantworter. Hey, ist Kate von Hotline Miamis bester Partneragentur. Wir haben heute Abend für sie ein Date arrangiert. Sie werden aus South West 53rd Place auf sie warten. Achten Sie wie immer auf den einen schicken Säuseriss. Hahaha. Immer diese verdeckten Anspielungen der Gangstersprache. Zum Glück sind wir so anständige Leute. Drittes Kapitel, Dekadenz. Durch manche Wände kannst du schießen, ja. Den Tipp hatten wir beim letzten Mal schon und haben ihn befolgt und das hat uns geholfen. Wir gucken mal, ich glaube, wir gehen mit Tony los. Der stärkere Schläger hat, dann können wir den nämlich gleich aushalten. Hier vorne steht einer, das weiß ich schon. Oh, der hat mich verfehlt. Ne, ignorieren wir noch erstmal. Das war zum Beispiel eine gute Aktion. Und so, der ist allein hier in dem Raum. Wir kriegen jetzt auch schnell. Oh, das war knapp. Das war fail. Das war sehr fail. Oh, da lag Katana. Ich will das Katana haben. Bisher habe ich noch nie. Gut. Nein, bleib liegen. Du kannst es nicht erwarten. Ja. Jetzt guckt sein Kopf einfach mal in die andere Richtung. Muss so. Ach, Mann. Es geht schon wieder genauso los, wie es aufgehört hat. Und der Soundtrack von diesem Level ist saugeil. Der spornt richtig heftig an. Du gehst mir. Oh, wohin? Oh! Oh, das war knapp. Nein! Der letzte. Der letzte in diesem Raum. Ja, nicht noch. Nicht. Da hat's meinen Kopf ausgehöhlt. Nicey nice. Ho! Dodged, bitch! Die beiden hier oben kommen das ignorieren, da kommen sowieso. Scheißknarre. So, 6 Kugeln. Warum hat's den dahinter nicht auch mit erwischt? Ach man, 1080p hat er eine gegeben. Oh, das Video ist dann nur in 720. Schon wieder auf 180. Komm raus. Der Typ hat das voll ignoriert. Hey, nope. Er ignoriert das auch voll. Yay, alle geschafft. Erstmal die Nahkampfwaffe. Der Kill, der hat eine richtig schöne Reichweite. Aber ich denke, das war, glaube ich. Werf den mit ab. Oh! Nein! Ja, ich hatte keine Waffe. Damit. Zack, 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 zack. Oh. Mit dem Messer ist man schlecht. Bin ich schlecht. Zack, zack.
hier im Bad? Oh, da unten war einer. Der hätte ich gerechnet. Ah, ich habe vergessen, den nach oben zu erledigen. Das war ein bisschen tot. Hey, guck mal, die Tür streichelt mich. Oh ja, gib's mir, Bitch, gib's mir. Sag mal nicht. Him, 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 him. Nein! Warum? Niesen. Ah, ich verkneif's mir. Ja, ich hab's verkniffen. Och man. Da wurde ich schon einmal beschossen, aber die anderen ignorieren das einfach. Der lebt noch. Nicht, dass der mich dann erwischt. So. Wie kriege ich den da unten? Gott. Die Eisenstange, die hat eine gute Reichweite. Okay, der zielt schon direkt auf die Tür. Ah, sein Kumpel hat mich dann erwischt. Okay, von vorn. Wir wissen aber ungefähr schon, wie wir was machen. Wir wissen aber ungefähr schon, wie wir was machen. Schön. Schön ist's. Jetzt erstmal nur betäuben. Ach, bin ich schlecht, ey. Das gibt's doch gar nicht. Hopp. 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 Was tue ich? Hi. Was zur Hölle tue ich? Warum sind hier alle drei drin? Ich habe alle drei erledigt. So, ich schnapp mal die Schusswaffe. Ignorieren die Jungs bitte. So, den erwischt. Ja. Nur noch zwei Schuss, deswegen nehme ich die Sturmgewehr. Den erwischt. Erwischt. Ah, mir fällt gerade wieder was ein. Und zwar kommt es hier zum Bosskampf. Und deswegen nehme ich hier die Schrotflinte. Weil den Kunden kann man sonst nicht. So, lassen wir ihn in Ruhe. Nein, ich bin aus Versehen in ihn reingelaufen. Da blieb mir gar nichts anderes übrig, als seinen Kopf zu zerdrücken, indem ich meinen Daumen in seine Augen stecke, bis alles rausquillt, was da so drin ist. Die junge Dame bittet um Sterbehilfe. Aber nein. Held wie wir sind, retten wir sie und tanzen gleich ein bisschen mit ihr. Scheint ihr zu gefallen. Es scheint ihr zu gefallen. Und die wunderschöne Endcard wieder zu begutachten hier. Und diese. Oh, ich krieg. Ne, dieses Lied ist einfach so gut. Ist einfach so gut. Stufe C, ja. Ich hab das. Ich muss dazu sagen, ich hab den ersten Part schon mal aufgenommen, sowieso ein bisschen weitergespielt schon. Und ich war besser als jetzt. Ich stell mich gerade ein bisschen an. Jetzt noch schnell unsere Bezahlung gab. Diesen dubiosen Laden. Ich finde schön, wie sie auch mit so. Eigentlich geht man nur hier an Tresen, redet mit dem und holt sein Geld ab, aber es ist doch irgendwie alles noch so ein bisschen modelliert. Ja. Jetzt hat sich jemand noch Gedanken gemacht und hat das irgendwie stimmig gemacht. So. Hallo, herzlich willkommen. Sie sehen nicht gut aus, Sir. Geht es Ihnen gut? Sind Sie sicher, dass Sie nicht noch etwas trinken wollen? Na schön, da will ich Ihnen was Besonderes machen. Mögen Sie ja süß oder sauer oder vielleicht doch bitter?
Bitte sehr, Sir. Zum Wohlsten. Und was geht's wieder? Dum, dum, da, da, da. Part 2. Questions. Du schon wieder. Ich lasse es wieder so durchlaufen beim ersten Mal. Fragen, die ich mir gestellt habe. Ich möchte meine Theorie dazu noch nicht äußern. Guten Abend, hier spricht Blake. Wir haben einen Auftrag für Sie. Da ist der Strom ausgefallen, bringen Sie das für uns wieder in Ordnung. Wir schickten schon jemanden vor einigen Stunden hin. Aber scheinbar hat er schlappig gearbeitet. Gehen Sie sofort hin, Sie werden erwartet. Arbeiten Sie schnell und sauber. Tja, wenn schon jemand dort war und es nicht geschafft hat, dann klingt das nach einem harten Job. Und ich weiß nicht, was ich da mal mache. Dieses komische Geräusch, das geht mir irgendwie gerade ein bisschen auf den Sack. Nee, gut. Bevor wir jetzt diese wunderschöne Mission starten, die wirklich hart ist und glaube ich die letzte Mission, die ich gespielt habe, jetzt als ich vorgespielt habe, wenn ich den Part und starte den neuen, damit wir ganz frisch einsteigen können. Wir lassen jetzt nochmal diese Eindrücke von diesem Part sehen und sehen uns beim nächsten Mal. Auf Wiedersehen.